Ja, hallo Leute, hier ist wieder Dara für euch und ich habe Teil 119 meiner Let's Play Minecraft-Serie für euch dabei. Und ich werde eine kleine Änderung an dem Konzept hier vornehmen. Und zwar werde ich keine solchen sauberen Cuts mehr machen mit Verabschiedung und drum und dran und auch nicht mehr hallo, herzlich willkommen und so weiter. Das werde ich ändern und zwar werde ich das wie bei meinen anderen Let's Plays machen, dass ich einfach eine Weile aufnehme und dann irgendwann entsprechend cutte, weil das einfach viel, viel einfacher ist für mich so aufzunehmen. Zudem können wir dann immer, ja, ein bisschen Zeit auch wegen Begrüßung und Verabschiedung sparen. Und ja, ich würde sagen, wir legen auch direkt los. Wie man hier jetzt sieht, habe ich hier hinten noch ein bisschen weiter gegraben und habe hier einen Raum angelegt und hier nebenbei Diamant gefunden. Und der ein oder andere wird sich jetzt höchstwahrscheinlich wundern, was ich denn hier für eine komische Konstruktion habe. Nun, der Grund für diese Konstruktion ist relativ simpel. Moment, ich mache hier nochmal schnell Fackeln hin. Ist relativ simpel, warum ich so eine Konstruktion hier gewählt habe. Ich werde hier die Lava einfüllen und dann können wir die schön sicher abbauen, die wir da hinten gefunden haben. Und wir können dadurch einfach ja, hier die Lava sicher entfernen, dann sicher umwandeln in Obsidian. Und das Obsidian können wir dann einfach abbauen, ohne dass wir großartig Probleme bekommen. Und ja, ich denke, ja, wie soll ich sagen? Das wird jetzt wahrscheinlich ein bisschen dauern. Ja, ich werde das einfach weiter aufnehmen. Denn das soll ja ein Let's Play darstellen und ich will ja nicht zu viele Sachen rausschneiden. Ist da jetzt vielleicht ein bisschen. Achso, ich habe übrigens noch Lapis Lazuli gefunden. Aber mir kommt da gerade eine Idee. Ich werde doch noch mal ein paar Eimer besorgen. Auch wenn wir dafür jetzt noch mal hier hochlaufen müssen. Das wird uns später eine Menge Zeit ersparen, wenn wir die Lava einsammeln. So. So, ich hoffe, es ist niemandem schlecht geworden bei dem Hochlaufen. So, dann würde ich sagen, machen wir uns schnell mal ein paar Eimer. Müssen wir vorher noch ein bisschen Platz im Inventar schaffen. Halt da. So. Redstone, das kommt hier rein. Hier unser Lapis Lazuli.
Kohle, die werden wir auch schnell los. So. Das werfe ich jetzt schnell weg. Nein, tue ich nicht. Das nehme ich doch mit. Wir müssen eh noch mal hoch. Ich muss mir irgendwann mal eine Truhe noch machen, wo ich das Gold hineinmachen kann. So. Oh, da haben wir noch zwei Eimer, die wir am besten auch gleich mal mitnehmen. Das hier muss noch rein. Und gut. Dann. So, machen wir halt hier noch die Erde rein. Und wir lassen ein bisschen Cobblestone hier. Wir bekommen noch mehr als genug Cobblestone da unten zusammen. So, und dann machen wir uns, würde ich sagen, nochmal 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. So. Das sollten genug Eimer sein. So. Ja, wir müssen vorsichtig sein. Man weiß ja nie, vielleicht spawnen hier unten ja noch mal Monster oder so. Gut, da spawnt nix. Also, dann haben wir jetzt ja doch eine ganz nette Anzahl an Eimern mit. Habe ich da gerade einen Huhn gehört? Haben wir doch eine ganz nette Anzahl von Eimern, mit denen wir jetzt auf jeden Fall mal ganz gut was anfangen können. So. Wunderbar. Die Eimer, die können wir jetzt auch gleich wieder entleeren vorne. So, einmal hier, 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 hier und hier. Wunderbar. Und jetzt werden wir hier einmal Wasser drüber kippen. Jetzt bin ich gerade am Überlegen, wo wir das am besten machen. Wir das am besten hier. So. Und dann können wir das auch direkt wieder abbauen. Und haben ja kein Risiko bei beim Abbau dieser Geschichten. Ja, das dauert jetzt leider ein bisschen. So. Ach ja. Also ich muss sagen, wenn ich mir jetzt so gerade mal das Datum anschaue, wir haben jetzt heute den 6.3. Das heißt, in 4 Tagen, ist nicht mehr lange hin, kommt dann endlich das, worauf ich schon seit Ewigkeiten warte, und zwar Dragon Age 2. Ich habe ja schon die Demo Let's Played, das, ja gut, waren 3 Videos. Kann man kaum als Let's Play bezeichnen. Ich habe ja auch schon erwähnt, ich werde ja auch die Vollversion dann Let's Playen. Und ich habe ja auch schon erwähnt, dass ich dafür jetzt nochmal
Dragon Age Origins und Awakening durchgespielt habe. Beziehungsweise Origins hatte ich schon erzählt, dass ich es durchgespielt habe. Awakening habe ich inzwischen aber auch durch. Und ja, ich muss sagen, ich bin richtig, richtig scharf jetzt auf Dragon Age 2. Und ja, wie gesagt, es sind jetzt noch 4 Tage. Also, ja, bald geht's los. Oh, yeah. Das war nicht gut. So. Obsidian abbauen ist jetzt nicht unbedingt das Spannendste, was es gibt. Aber gut, damit müssen wir dann wohl leben. Aber ich werde hier gleich mit dem Obsidian auch schon was anfangen. Und nein, ich werde damit nicht das anfangen, was viele von euch jetzt vielleicht erwarten. Nein, ich werde das Obsidian nutzen, um hier erstmal das Ding zu verbessern, was wir hier gemacht haben. Und zwar so. Denn wie man sieht, beziehungsweise wie man gesehen hat, gehen diese Steine verdammt schnell kaputt. Und wenn ich hier Obsidian reinmache, kann ich das viel, viel sicherer abbauen. Da nicht. Da wieder. So. Wunderbar. Damit hätten wir das erledigt. Na, guck. So. Okay, dann okay, dann holen wir uns wieder ein bisschen Lava. So. Moment, sicher ist sicher. So. Also, weiter Lava sammeln. So. Ja, und ich bin schon recht gespannt, was wir hinter dieser Lava finden, denn wie es aussieht, gibt es dahinter ja eine Höhle. Da müssen wir dann wirklich mal schauen, was wir da finden. So. Und die nächste Ladung. Also, ich muss sagen, dass sich da sehr, sehr viel
Lava befindet. Das scheint ein richtig, richtig großes Teil zu sein. So. Wieder ein Eimer Wasser. Zack. Wunderbar. Ich hole jetzt aber gleich nochmal einen Eimer Lava. Beziehungsweise so viele wie möglich. Oh je, das wird dauern. Ich denke, das wird insgesamt zu viel Arbeit. Wir werden da vielleicht doch ein bisschen anders rangehen müssen. Daher würde ich sagen, kürzen wir das mal ein bisschen ab. So. Oh, lag.